Einen wunderschönen guten Tag hier zu meinem, ich glaube, es ist jetzt mein viertes Video. Mein viertes Video über Schwangerschaft, meine Schwangerschaft, was man so alles erlebt und wie es einem damit so geht. Heute möchte ich über das Thema, wann spüre ich mein Baby das erste Mal und die ersten Tritte sprechen. Und das ist etwas, wo sich ganz, ganz viele werdende Mütter natürlich riesig drauf freuen und ganz viele Mütter, die schon, oder besser gesagt werdende Mütter, die so in der Endschwangerschaft sind, wahrscheinlich sich überhaupt nicht mehr drüber freuen, weil sie wahrscheinlich ständig auf Trab gehalten werden und nicht mehr schlafen können, weil das kleine süße Wesen ständig irgendwie rumboxt und rumkickt. Aber ich glaube, für Frauen, die so in der Anfangszeit sind, ist das der Moment, auf den man wartet. Und was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, lasst euch nicht von irgendwelchen Sachen beirren, wie zum Beispiel irgendwelche Websites oder irgendwelche, selbst eure Ärzte. Also meine Ärztin zum Beispiel war, als ich ihr gesagt habe, dass ich mein Baby das erste Mal gespürt habe, da meinte sie, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber dazu gleich später mehr. Lasst euch davon nicht beirren. Hört auf euer Bauchgefühl. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr spürt, was euer Baby ist und was vielleicht einfach nur irgendwie typisches Magengrummeln ist. Ich komme mal zu meiner Erfahrung. Und zwar war das schon recht früh. Das war ungefähr zwischen der 13. und der 14. Schwangerschaftswoche, dass ich mein Baby gespürt habe. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass ich mein Baby gespürt habe. Denn ich kenne meinen Körper sehr gut. Und ich habe das so früh schon gemerkt. Und für mich war das nicht wie dieses Flattern, was immer irgendwie beschrieben wird. Also viele Frauen beschreiben ja dieses Gefühl als so ein Flattern, wie so ein Schmetterlingsflattern oder sowas. Bei mir war es wirklich so, wie als würde von innen irgendwie was so kratzen oder kitzeln. Also es war, ich habe es immer sehr, sehr tief gespürt, aber bei mir war es wirklich sehr, 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 sehr weit unten. Ich würde sagen, wirklich fast, ja, so ein Stück neben der Leiste. Und es war einfach da. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, als ich das erste Mal gespürt habe. Und dann habe ich zu meinem Partner gesagt, ich sag so, ich glaube, ich habe unser Baby gespürt. Ich glaube, ich spüre unser Baby gerade. Und dann war ich halt beim Arzt und dann habe ich der Ärztin das erzählt und meinte so zu ihr, ist das, also kann das sein, dass ich mein Baby gespürt habe? Und dann meinte sie, also das ist, Frau Erdmann, das ist sehr unwahrscheinlich. Und das ist etwas, was ich euch sagen möchte. Hört nicht darauf, was die Leute euch sagen. Hört auf euch selber. Denn das hat mich total irritiert. Das hat mich total durcheinander gebracht und ich dachte, Fiona, vielleicht spinnst du irgendwie, vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht hast du dir das nur eingebildet, aber das kam dann immer wieder und irgendwann war ich mir dann sicher, das ist mein Kind, das ist nicht irgendwas was anderes oder so. Und die ersten richtigen Tritte, also wirklich auch schon so stark, dass man das von außen auch gesehen hat. Also wenn ich meinen Bauch so ein bisschen glatt gezogen habe, dann hat man richtig kleine Beulen schon rauskommen sehen. Der ist kommen. Der würde er gern. Das war tatsächlich, ich glaube, Mitte, Anfang der 18. Schwangerschaftswoche. Also auch schon sehr, sehr früh.
Und auch da war ich dann natürlich so, okay, ist das normal? Weil überall steht, dass es erst irgendwie, keine Ahnung, 24., 23. steht auch überall irgendwie anders. Aber hört einfach nicht darauf, hört einfach nicht, was andere sagen. Es gibt keine Norm, jede Schwangerschaft ist anders, jedes Baby ist anders, jeder Körper ist anders. Und nur weil es irgendwo irgendwie steht, dass das erst später sein soll, heißt es nicht, dass ihr das nicht früher haben könnt. Nur weil es zum Beispiel jetzt bei mir so war, dass es schon so früh ist, heißt das nicht, dass es bei jedem anderen so früh sein muss. Selbst wenn es erst später kommt. Ich habe eine Freundin, die ist schon viel weiter als ich. Die hat es aber bisher einfach noch, das Baby so noch nicht, also zwar gespürt, aber nicht von außen spüren können. Also mein Partner kann schon spüren, wenn das Baby im Prinzip sich da drinnen bewegt und rumboxt. Sie ist, glaube ich, fast 4 Wochen weiter als ich. Sie kann das noch nicht. Das muss aber nicht heißen, dass das Baby jetzt kleiner ist, weniger stark oder irgendwie sowas. Das ist totaler Blödsinn. Das liegt auch einfach zum Teil an der Position. Manche haben eine, das nennt sich, glaube ich, Vorderwandplazenta. Wenn die Plazenta im Prinzip sozusagen so weit vorne liegt, dass sie im Prinzip diese Kicks und dieses Boxen noch ein bisschen abdämmt. Das heißt, das kann man von außen dann gar nicht spüren, egal wie stark das Baby schon zu dem Zeitpunkt ist, aber das braucht dann einfach noch ein bisschen, bis das genügend Power hat, um durch diese Plazenta im Prinzip auch sich bemerkbar zu machen. Und deswegen, ja, also ich habe es schon recht früh gespürt und ich kann euch auch nur sagen, es ist das schönste Gefühl für mich gewesen überhaupt, weil endlich spüre ich und weiß ich, dass das Baby da ist. Ja, also eigentlich habe ich im Moment einen sehr bescheuerten Rhythmus. Ich gehe meistens irgendwie um 3:30, 3:30 schlafen in der Nacht und stehe halt irgendwie um 12:30, 1 Uhr, 1:30 im Moment auf. Ich weiß, Katastrophe, muss ich auch wieder ändern, aber im Moment ist es so. Und ja, gerade so morgens, wenn ich das erste Mal wach werde, so gegen 8:30 oder 9 Uhr oder so, dann ist mein kleines Würmchen da ganz aktiv. Und wenn ich ja irgendwann so gegen 1 Uhr auf der Couch liege oder so, dann ja, macht sich das kleine Mäuschen da auch ganz schön bemerkbar. Und ich sage dann immer, ich habe ein kleines Date. Ich muss jetzt mich kurz mal hinlegen. Und vor allen Dingen, wenn ich, ja, also wenn ich liege und meine Beine hoch habe oder ruhig liege oder so, dann geht das da unten immer so ab. Und dann Box, 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 Box. Und das ist, ja, das ist so ein richtig, also da fängt es dann an, dass man natürlich auch irgendwie so eine Verbindung aufbaut. Weil vorher ist es irgendwie immer so, ja, da ist halt irgendwie ein Baby. Und das sieht man dann halt nur so über den Ultraschall. Und dann auf einmal beginnt diese Zeit, in der dieses Baby sich einfach irgendwie bemerkbar macht und einfach irgendwie boxt. Und das ist so krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ja einfach ein total schönes Gefühl. Und ich freue mich jeden Morgen und jeden Abend auf diesen Moment, ja, wenn mein kleines Mäuschen wieder boxt. Und ich irgendwie weiß, alles ist in Ordnung. Das ist wirklich eines der schönsten Gefühle überhaupt. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wann das bei euch das erste Mal so war, wann ihr das erste Mal euer Baby gespürt habt, wann euer Partner das erste Mal das Baby gespürt hat. War das für euch eher komisch? War das für euch eher, so wie für mich, ein Gefühl von Verbindung und irgendwie sich endlich, also irgendwie so eine Connection zu dem Kind aufzubauen. Das würde mich total interessieren. Erzählt mir doch mal eure Erfahrungen. Das nächste Mal in meinem nächsten Video. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die ich unbedingt mit euch besprechen möchte. Über Ärzte in der Schwangerschaft. Auch ein sehr interessantes Thema. Ja, ich guck mal. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute.
haltet eure Kugel fest im Griff und ich ja, werde mich jetzt mal auf die Couch machen für das Date mit meinem kleinen Würmchen und hoffe, dass es wieder fleißig tritt. Bis bald!